Guten Tag. Was unser heutiger Gast wohl gedacht hat, als der französische Präsident Emmanuel Macron Sie höchstpersönlich um ein Gutachten bat. Wie sollen wir mit kolonialer Raubkunst umgehen, von der Europas Museen in Wahrheit geradezu überquellen? Zurückgeben, ausleihen oder doch einfach behalten? Am besten fragen wir Sie gleich selbst. Bénédicte Savoie, Kunsthistorikerin, engagierte Wissenschaftlerin, herzlich willkommen. Guten Abend. Ja, Frau Savoie, so häufig kommt es ja nicht vor, dass man als Geisteswissenschaftlerin in präsidialem Auftrag unterwegs ist. Wie kann man sich das eigentlich konkret vorstellen? Ruft da jemand an und dann ist eine Stimme, sagt, guten Tag, mein Name ist Macron, wir haben ein riesiges Problem? Fast. Also das riesige Problem war da. Es war nicht Macron selber, sondern sein diplomatischer Berater, der bei dieser Rede von Emmanuel Macron in Ouagadougou war. Das war an einem Tag, wo Emmanuel Macron relativ frei von seinem Text plötzlich sagte, ich will, dass innerhalb von 5 Jahren die Bedingungen da sind, damit wir alles zurückgeben. Und das war ein Problem für die Diplomaten um ihn herum, weil das ein Tabubruch war. Mhm. Und dann kam der Anruf, würden Sie das machen? Und dann habe ich gesagt, ja, aber ich möchte das zu zweit machen. Das geht nicht alleine. Und so ging es los. Und dann haben Sie es zusammen mit dem senegalesischen Ökonomen und Musiker Felwine Sarr dieses Gutachten erstellt. Nur um einmal die Dimension des Problems in den Blick zu bekommen. Circa 90% der afrikanischen Kulturgüter befinden sich außerhalb des Kontinents, die Mehrzahl davon in Europa. Ja, mit diesen Zahlen muss man natürlich immer sehr vorsichtig sein, denn man kann das kaum zählen, was hier ist und was nicht da ist. Was man sagen kann, um realer zu sein, ist, dass fast alles an alter, historischer, afrikanischer Kunst oder Artefakten, fast alles ist in Europa und fast nichts auf dem afrikanischen Kontinent. Auch in Asien nicht und in Amerika sind tolle Sachen, aber wenige. Also haben wir Europäer alles und das ist ein Problem für die Zukunft unserer Beziehungen. Sie sind ja in Paris aufgewachsen, lehren jetzt in Berlin. Das sind zwei große Museumsstädte. Man kann ja sagen, sobald man ein Museum betritt, ist die Frage, woher kommt das eigentlich, die offensichtlichste und erste. Und trotzdem muss ich sagen, auch ich habe mir diese Frage sehr lange nicht gestellt. Wie lange und warum konnte diese Frage überhaupt verdrängt werden in unserem Gedächtnis? Ich finde es spannend, dass Sie sagen, das ist die erste und selbstverständliche Frage. Das sagen Sie, weil Sie jung sind, weil Sie einer jüngeren Generation angehören, die sich überhaupt die Frage stellt, wo kommt mein Konsum her, auch mein Kulturkonsum? Mhm. Wo kommen meine Möbel her, wo kommt mein Kaffee her, der andere Konsum? Und wo kommen meine Kulturschätze im Museum, wo ich möglicherweise sehr gerne bin, wo kommt das her? Das ist neu. Es ist nicht vor 20, 30 Jahren hat man sich nicht permanent damit befasst, ob der Pullover, wo der gebaut worden ist oder gemacht worden ist. Und heute ist das eine Selbstverständlichkeit für viele Bereiche des Lebens, weil ein Bewusstsein für die absolute Vernetzung von unserem Luxus in Europa entstanden ist durch die Globalisierung, weil die Information auch viel mehr zirkuliert. Und wenn Sie sagen, dass die Museen das nicht erzählt oder nicht erzählt haben, ganz lange nicht erzählt, stimmt das auch? Die Museen haben oder Museen an sich tun so gerne so, als ob sie von immer wären. Also, dass sie kein Alter haben. Diese Ewigkeitsanmutung, die Museen gerne ausstrahlen. Ja. Genau, sie sind zeitlos und das impliziert, dass man auch nicht erfahren soll, wann genau die Objekte, und über das Wort Objekt müssen wir uns auch unterhalten wahrscheinlich, weil nicht alles Objekte sind, manche sind gerade in sogenannten ethnologischen Museen vielleicht Subjekte. Ehemalige Subjekte, Gebeine. Gebeine, aber auch Objekte, die etwas mit der Gesellschaft um sie herum machen, die aktiv sind. Das ist eine andere Frage. Jedenfalls tun die Museen gerne so, als ob sie immer neu wären. Sie kriegen auch alle 10 Jahre oder alle 20 Jahre neue Vitrinen. Ethnologische Museen kriegen neuerdings neue Namen. Sie heißen Museen der Weltkulturen oder 5 Kontinente. Und damit versuchen sie eben diese Zeitlosigkeit, dieses immer junge Gesicht zu bewahren. Obwohl sie eigentlich so wie Archive sind, mit Schichten von Akquisitionen, Schichten von Erwerbungen, die manchmal in sehr einfachen Zeiten stattfinden und manchmal in sehr brutale Zeiten, in Zeiten von Okkupation. Der Zweite Weltkrieg ist ein Moment, wo die Museen viel anschaffen, weil Krisenzeiten Momente sind, wo
dass die Masse, die Kunst auf den Markt kommt. Da habe ich schon mal zwei Dinge gelernt. Museen haben auch eine Geschichte und unsere Fragen haben auch eine Geschichte. Ein Präsident unserer Generation, ein junger Präsident, war es dann, der einen Anstoß gegeben hat, der bis heute wirkt, der auch für Sie ganz wesentlich war im Verfassen dieses Berichts. Schauen wir uns in einem kleinen Einspieler mal an, was da passiert ist. Diese Statuen gehören zu den insgesamt 26 Kunstwerken, die in den kommenden Monaten nach Benin zurückkehren. Schon 2016 hatte Benin ihre Rückgabe gefordert, ohne Erfolg. Aber Emmanuel Macron hat bereits 2017 deutlich gemacht, dass er mit Afrika neue bilaterale Beziehungen anstrebt. Ich möchte in den kommenden 5 Jahren die Bedingungen für eine vorübergehende oder definitive Rückgabe von afrikanischem Kulturgut schaffen. Benin ist erst der Anfang. Über 46.000 Objekte könnten laut Kolonialismusbericht betroffen sein und in ihre afrikanischen Herkunftsländer zurückgebracht werden. Sie waren in der Kolonialzeit zwischen 1885 und 1960 nach Frankreich gekommen. Der Bericht Birk Tücken ist bei Experten umstritten. In ganz Europa wären das mehrere hunderttausend Objekte. Ganze Museen wie der Gebrandi hier würden ihre Sammlungen verlieren. Das Museum umfasst mit 70.000 Objekten die größte Sammlung afrikanischer Kunst in Frankreich. Experte Alain Dufour bezweifelt, dass viele Objekte tatsächlich zurückgegeben werden müssten. In den meisten Fällen ist es keine Raubkunst. Die Objekte wurden während der Kolonialzeit legal erworben, von Forschern oder Beamten. Konkret heißt das, der rechtliche Rahmen scheint momentan noch ungewiss. Ein Bewusstsein für das eigene Kulturgut ist in Afrika erst am Entstehen. Aber viele Fragen bleiben für Experten noch offen. Wir haben es jetzt schon gesehen, es ist ein sehr komplexes, ein umfangreiches Thema. Aber es begann mit dieser Rede von Emmanuel Macron 2017, die überraschend war. Und er hat eine Formulierung, die bis heute ein wenig fragwürdig bleibt, nämlich eine temporäre oder vollständige Rückgabe der Kulturobjekte. Sie sprechen sich in Ihrem Bericht, den Sie verfasst haben, aus für eine nicht temporäre, sondern vollständige Rückgabe. Ja, wir haben das Wort von Emmanuel Macron klarifiziert gleich zu Beginn, weil temporäre Restitution im Französischen, temporäre Rückgabe bedeutet nichts. Was soll das eigentlich sein? Ja. Und deshalb haben wir gedacht, wir machen einen klaren Tisch zunächst und gehen von dieser Voraussetzung aus. Und ich muss hinzufügen, dass der Auftrag an uns war, nicht die Frage zu beantworten, ob wir das gut oder schlecht finden, zu restituieren, sondern die Frage war, wie machen wir das? Mhm. Und also nicht das Ob, sondern das Wie. Und das ist ein ganz großer Unterschied. Wenn ich reagieren darf auf die Kollegen hier, wenn man permanent hört, ja, aber das ist eine Büchse der Pandora. Würde man 1 oder 5 oder 10 Objekte zurückgeben, dann sind die ganzen Museen in Europa leer. Das ist ein Dammbruchargument, ja. Das ist ein Argument, um Angst zu machen. Natürlich haben wir alle Verlustängste, gerade in Europa, gerade diese Museen. Aber die Tatsache, die Wahrheit ist, dass die Länder, die etwas fordern, und zwar seit den 60er Jahren, seit den Unabhängigkeiten, immer sehr, sehr, sehr betont haben, dass sie einige wenige für sie wichtige Stücke zurückhaben wollen. Natürlich wollen sie nicht Hunderttausende von Körben zurückhaben. Oder also das ist klar, wir reden von Hunderttausenden von Objekten und niemand in diesem Prozess fordert die vollständige Rückgabe aller Objekte. Überhaupt nicht. Es geht überhaupt nicht darum. Es geht um eine neue Ethik der Beziehung. Mhm. Es geht darum, dass wir Europäer anerkennen, dass manche Länder südlich der Sahara, also wir reden von Afrika, dass sie auch ein Recht auf ihre eigene Kultur, auf den Kontakt zur Kultur haben. Wir Europäer haben uns ein solches Recht gegeben, irgendwann in Faro, ein Recht auf Denkmal, un droit au patrimoine, entschuldigen Sie, wenn ich also das Französische benutze. Ein Gesetz, das das eigene kulturelle Erbe schützt und bewahrt. Und den Zugang, also das unsere Jugend einen Zugang zum Kulturerbe haben darf und muss. Und wenn wir das für uns selbst erfunden haben, dann sollen wir doch auch zusehen, dass die afrikanische Jugend auch den Kontakt zu ihrem Kulturerbe hat. Und das hat sie nicht, weil diese historischen Gegenstände fast alle bei uns sind. Ist denn das, wenn man das in einer Denkfigur mal bedenken will, so als ob der Leonardo da Vincis Abendmahl, der David und einige andere große Bilder seit
30, 40, vielleicht sogar hunderten von Jahren in afrikanischen Museen sind und wir haben keinen Zugang zu diesen Objekten, die einmal geraubt wurden. Würden Sie das als Gedankenexperiment sagen, das ist die Situation? Das könnte man machen. Man könnte sich überlegen, dass nach der Französischen Revolution Versailles ausgeleert wurde von den Revolutionären und jetzt alles in China wäre. Ganz alles. Aber ich glaube, das ist sehr abstrakt, denn wir in Europa hätten trotzdem noch etwas. Der große Unterschied zu Afrika ist, dass sehr wenige Städte etwas haben. Die zwei Städte, die große Sammlungen haben in Afrika, sind Lagos in Nigeria und Kinshasa in Kongo. Und sie haben jeweils ca. 40.000 Objekte. Paris hat 70, Berlin 75, London 69. Das heißt, jede Hauptstadt in Europa hat doppelt so viel wie die größte Sammlung in Afrika. Und die meisten Sammlungen in Afrika, Bamako, in Mali, diese große Kultur Mali, hat 8.000 Objekte im Inventar. In Senegal sind es auch 9.000 etwa. Das ist nicht auszuhalten. Es muss wieder ausgeglichen werden. Und das ist das, was wir versucht haben, mit Felwine Sarr zusammen zu erklären. Dieser Prozess, der Sie sagen, der schon in den 60er Jahren begann, in den 70er Jahren eine frühe Hochzeit im Diskurs hatte, der ändert jetzt gerade seine Richtung. Wir sprechen heute am 2. Oktober. Am 6. Oktober wird die französische Nationalversammlung über ihren Beschluss befinden, abstimmen und es kann dann sein, dass tatsächlich die ersten Objekte, so wie sie es fordern, zurückgegeben werden. Das heißt, eine erste große Wegstrecke wäre jetzt erreicht. Eine große Wegstrecke und eine große psychologische Wegstrecke wäre erreicht. Legal, juristisch dauert alles immer sehr lange. Möglicherweise sind die Museumsleute in Benin noch nicht ganz bereit, die Objekte zu empfangen. Wir werden sehen. Aber was passiert ist, ist ein riesiger Schritt in den Köpfen, in unseren Köpfen. Sie haben es selber gesagt am Anfang, vor einigen Jahren wussten wir gar nicht einmal, woher diese Objekte kommen. Wir haben uns die Frage nicht gestellt. Jetzt weiß jeder Europäer, jede Europäerin, die der Fernseh guckt oder die Zeitung liest, weiß, dass diese Sammlungen in dieser sehr von asymmetrischen Machtverhältnissen geprägten Zeit des Kolonialismus kommen. Und wenn der Experte vorhin sagt, ja, das ist doch völlig legal erworben von Wissenschaftlern oder von Missionaren. Man muss nur die Berichte von diesen Wissenschaftlern und Missionaren lesen, um zu sehen, was das für eine Art von Gewaltausübung war. Oder angeblicher Freiwilligkeit. Angeblicher Freiwilligkeit oder man gibt 10 Francs, wenn es im französischen Afrika ist, gegen eine Maske, von dem jeder, der das gerade wegnimmt, weiß, dass sie in Drouot in Paris auf dem Kunsthandel 800 Francs genau in der Minute einnehmen würde, etc. Das ist, man entschädigt die Leute, aber die Brutalität wird auch sehr stark beschrieben und sie ist dokumentiert. Und wir sprechen gerade nicht von sogenannten Strafexpeditionen oder militärischen Plünderungen, die kommen noch hinzu. Das heißt, es ist eine sehr unangenehme Art der Akquisition gewesen insgesamt. Und es geht heute nicht darum zu sagen, das war legal, das war illegal. Es geht darum zuzuhören, was die Generation, die Staaten, die Gesellschaften, die Familien, die Communities aus Afrika, wenn sie sagen, wir wollen etwas zurückhaben, können wir, so ist meine Auffassung und die auch von Felwine Sarr und vielen anderen, können wir nicht mehr Nein sagen. Das ist unangenehm, unangebracht. Sie sagen, es ist ein wichtiges politisches Symbol. Es ist in der Handlung wichtig, aber es ist auch deswegen wichtig, weil ein ganzes Thema uns bewusst wird. Und es ist ja ein Thema, das nicht nur Kolonialmächte größerer Natur, wie jetzt Frankreich oder England oder Belgien betrifft. Es betrifft auch Deutschland, auch eine wesentliche Kolonialmacht, oder auch die Schweiz. Es betrifft so gut wie jedes größere europäische Museum. Und auch hierzu schauen wir uns für die Schweiz mal ein kleines Beispiel an. Diese Figur bewachte einst einen hinduistischen Tempel in Indien. Heute ist sie Teil der Ausstellung Eine Frage der Provenienz im Museum Riedberg. Denn die sonst verborgene Rückseite zeigt, die Tempelfigur wurde gewaltsam entfernt. Von wem und wann genau, ist unklar. Genau darum geht es bei der Provenienzforschung. Man will die verschiedenen Stationen und Geschichten der Kunstwerke ergründen. Dies sei wichtig für ein Museum, sagt die Provenienzforscherin Esther Thieser. Es gibt einen Mehrwert für die Geschichte unseres Museums, für die Geschichte unserer Sammlung. Und im Falle, dass wir auch auf problematische Besitzerwechsel stoßen, können wir dann natürlich auch in diese Richtung tätig werden. Dies kann dazu führen, dass Objekte an die Herkunftsländer zurückgegeben werden.
Provenienzforschung ist in der Schweiz Sache der Museen. Und genau das kritisiert der Historiker Bernhard Scheer, der zu den kolonialen Verstrickungen der Schweiz forscht. Punktuell wird sehr viel getan, sehr gute Arbeit geleistet. Insgesamt ist es aber unzusammenhängend, noch etwas unsystematisch. Das heißt, ich und viele andere glauben, dass hier der Bund in der Verantwortung stehen würde, beispielsweise mit der Einrichtung eines nationalen Registers. Frau Sauer, es ist ganz komplex, allein schon die Zuständigkeiten sind fragwürdig. Aber Sie haben das Gefühl, dass jetzt in dieser Situation etwas Entscheidendes passiert von einem Diskurs, der 40 Jahre lang auf seinem Weg war. Ja, und es ist toll, dass wir gerade hören, wie die Situation in der Schweiz ist. Das Museum Rietberg gehört zu denen, die sehr vorbildliche Transparenzarbeit leisten, schon lange durch Ausstellungen, durch Publikationen. Und diese Transparenzarbeit ist der Sockel für alles andere. In dem Augenblick, wo das Publikum sehr gut aufgeklärt wird, in dem Augenblick, wo jeder, der diese Tempelstatuen sehen wird, weiß, dass sie gewaltsam entrissen worden sind, dann ist die nächste Frage, was machen wir damit, wenn das Land das zurückhaben will? Wollen wir es partout behalten oder angesichts der Tatsache, dass wir ganz genau wissen, wie es gekommen ist, wollen wir es nicht vielleicht doch zurückgeben oder wenigstens in ein normales Gespräch einsteigen? Und das ist wichtig. Ich darf noch vielleicht einen Fund aus meinen Forschungen der letzten Wochen erwähnen, weil der Kollege hier sagte, es wäre doch toll, wenn es ein Gesamtinventar gäbe. Die Schweiz ist die erste, als die Computer erfunden wurden, also Ende der 70er, die angefangen hat, mit Computerunterstützung tatsächlich ein Gesamtregister der ethnologischen Sammlung zu machen. Das ist 1981 erschienen und im Vorwort sagen die damaligen Bearbeiter, also die Computer zeigen uns, dass obwohl die Schweiz keine Kolonialvergangenheit hat, dass wir so viel aus diesen Ländern haben. Und das hatte der Computer sichtbar gemacht. Diese Transparenz, die gab es schon. Und es ist aus meiner Perspektive faszinierend zu rekonstruieren, warum es heute diese Amnesie gegeben hat, warum wir vergessen haben, dass es das alles schon gegeben hat und wer ein Interesse daran hatte, dass es vergessen wird. Also, wir spielen zum zweiten Mal etwas, was schon stattgefunden hat an Diskussionen und Arbeiten. Wo würden Sie denn sagen, sind die Hauptinteressenvertreter derjenigen, die sagen, wir wollen das gar nicht so genau wissen? Das ist ja ein sehr langes Interessenvertreterkartell gewesen sein. Sind das die Museen selbst? Ist das die Politik? Oder spielt auch der Kunsthandel eine wesentliche Rolle? Es ist ein Koordinatensystem aus sehr, sehr vielen Akteuren. Der Kunsthandel spielt ganz bestimmt eine Rolle. Sie wissen, dass es 1970 einen Vorstoß gab der UNESCO, um den illegalen Transfer von Kulturgütern zu stoppen. Und es hat, diese Konvention war von 1970 und es hat bis zu den 90ern gedauert und noch später bis Frankreich, Belgien, die Schweiz, die Bundesrepublik Deutschland unterschrieben haben. Ganz, ganz lange wollten sie gar nicht dagegen arbeiten, weil das ist Kapital. Das ist absolut. Und die verkaufen an die Museen. So. Dann würde ich sagen, gibt es unterschiedliche Situationen je nach Land. Ich würde sagen, in Frankreich, in Belgien, möglicherweise in der Schweiz ist der Kunsthandel sehr stark daran interessiert, dass man nicht zu viel über Provenienzen spricht. In der Bundesrepublik Deutschland waren es ganz eindeutig und auch, das ist sehr gut dokumentiert, die Museen, die in den 70ern, 80ern gesagt haben, wir wollen auf gar keinen Fall darüber sprechen, wir wollen auf gar keinen Fall Inventare veröffentlichen. Das würde Begehrlichkeiten wecken, sagen also die damals. Also lieber den Schleier des Nichtwissens aufrechterhalten. Absolut. Und eine gewisse Überheblichkeit auch. Wir haben es ein bisschen gehört in Ihrem ersten Einspieler. Mhm. Da hieß es, die Afrikaner fangen erst an, ihre eigene Kultur zu schätzen. Was ist das für ein Satz? Natürlich ist es nicht so, die Afrikaner sind, also erstens gibt es die Afrikaner nicht, das sind sehr, sehr viele unterschiedliche Situationen und sie haben sehr wohl ein Bewusstsein für ihr eigenes Erbe, sie haben nur keinen Kontakt dazu, aber dass es eine große Vergangenheit gegeben hat,
dass die ersten Menschen in Afrika geboren wurden, dass diese Kulturen existiert haben, das Weißen. Das ist ja so wertvoll auch, dass man in diesem Bestreben, das eigene Denken zu entkolonialisieren, was ein fortlaufender Prozess ist, ich finde, für Menschen unserer Generation und unseres Hintergrundes ohnehin, eine gewisse Hellhörigkeit entwickelt für diese kleinen Phrasen. Sie fordern grundsätzlich in diesem Bericht auch eine Ethik, die Sie relationale Ethik nennen. Könnten Sie beschreiben, inwieweit diese relationale Ethik im ganzen Angang an das Problem für Sie wesentlich ist? Das beginnt ganz konkret damit, dass wir diesen Bericht zu zweit geschrieben haben. Es ging nicht darum, dass wir wieder als Europäer statuieren, entscheiden, sagen, was zu tun ist, sondern dass wir das gemeinsam machen, dass wir gemeinsam diese Gespräche geführt haben und dass jeder von dem anderen auch einen Teil der Sensibilität mit aufgenommen hat. Damit eine dialogische Öffnung in diesem Sinne. Absolut, eine dialogische Öffnung, auch eine Empathie für den Blick des anderen, für die Sprache des anderen. Und ich muss sagen, dass für mich diese 8 Monate Arbeit mit Felouin Sarr, mit einem so großen Intellektuellen aus dem afrikanischen Kontinent, der auch die Zukunft Afrikas denkt, lebensverändernd war. Denn natürlich gibt es Gelegenheiten, mit afrikanischen Kollegen zu arbeiten, oder wenn Sie in Frankreich zur Schule gegangen sind, haben Sie immer irgendwelche afrikanischen Freunde in der Schulklasse. Aber so intensiv mit so einer intellektuellen Persönlichkeit zu arbeiten, das macht auch eben für kleine Worte empfindlich, für die Art und Weise, wie man über die Sachen spricht. Sie sprachen jetzt von lebensverändernden Momenten. Wollten Sie erzählen, was so, manchmal gibt es ja richtige Aha-Erlebnisse, dass man vor Ort begreift, so ist das eigentlich, so habe ich das noch nie gesehen. Es gab viele solche Momente. Ich kann vielleicht eins nennen oder beschreiben, was vielleicht auch für Felouin Sarr genauso prägend war. Und zwar waren wir an einem Donnerstag in Abomey. Abomey ist die Stadt nördlich von Cotonou in der Republik Benin, wo diese Kunstschätze, die wir im ersten Film gesehen haben, diese großen menschenähnliche oder tiermenschenähnliche Statuen herkommen. Die sind 1892 dort weggeplündert worden von einem französischen General. Aber der Ort, dieser Palast von Abomey, den gibt es noch. Und da waren wir an einem Donnerstag mit Felouin Sarr und flogen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag nach Paris zurück und hatten um 9 Uhr morgens direkt nach der Landung einen Termin im Musée du Quai Branly, wo die Objekte sind. Das heißt, wir haben innerhalb von 24 Stunden körperlich die Abwesenheit und die Anwesenheit der Objekte erlebt. Der Verlust war da ganz manifest spürbar. Der Verlust und die Tatsache, dass wenn man vor solchen Objekten im Museum ist, dass man unbedingt versuchen sollte, deren Abwesenheit an anderen Orten mitzudenken. Es ist nicht so, dass diese Schätze oder Objekte in den Vitrinen nur für uns da sind. Sie, weil es Unikate sind, weil es sie nur einmal gibt, sind sie nur einmal, und zwar in Paris oder in Berlin oder in Zürich oder in London. Und es ist wirklich eine Kopfarbeit, eine intellektuelle Arbeit, gleichzeitig deren Abwesenheit zu denken und zu spüren. Und diese Erfahrung war natürlich, die macht man normalerweise nicht, weil diese Enge, diese Dichte, das war ein ganz großes Erlebnis. Und ansonsten ist das, darf ich hinzufügen, ein Erlebnis mit einem Kollegen, der ein großer Star ist in Afrika, permanent aufgehalten zu werden, weil die Leute Selfies mit ihm machen wollen, auf dem Flughafen dort oder was. Wenn Sie U-Bahn fahren mit Felouin Sarr in Paris oder irgendwo hingehen, ist das ein ganz anderes Gefühl, weil er ein Schwarzer ist, ein schwarzer Mensch. Und das hat mich sehr beeindruckt. Das zeigt ja auch, wie viel Bedeutung diese Frage in den jeweiligen afrikanischen Herkunftsländern hat. Auch wie wichtig diese Frage ist. Wenn wir nochmal auf diese relationale Ethik zurückkommen, Sie sagten dialogische Öffnung. Man redet ja oft davon, dass man sich gemeinsam an einen Tisch setzt. Das bringt ja aber nicht viel, wenn man nicht auf Augenhöhe miteinander sprechen will. Ist das nicht das auch in dieser relationalen Ethik ein starker Impuls, dass man sagt, es reicht nicht, miteinander zu reden. Die Haltung des Redens selbst muss sich ändern. Absolut. Es geht um Haltung. Es geht da um die Fähigkeit, auch von unserer in Europa angewohnten Deutungshoheit loszulassen. Es gibt den französischen schönen Ausdruck, wie ich finde, lâcher prise, also dass man den Fang gehen lässt, lâcher prise. Und diese Objekte heißen auch prise de guerre, Kriegs,
Prisen. Und lâcher prise heißt, dass man andere Sichtweisen zulässt, andere Emotionen, andere Kategorien. Wir in unseren Museen in Europa haben bestimmte Kategorien für diese Objekte. Chronologisch, geografisch, Material, zack, zack, zack. So. Das sind Kategorien, die aus der Botanik aus dem 18. Jahrhundert kommen bei uns. Aber die Kolleginnen und Kollegen dort in den Museen, an den Universitäten, junge Künstler, intellektuelle Filmemacher in Afrika gehen ganz anders mit diesen Gegenständen um. Also natürlich kennen sie, sind andere, ja? Die Zugänge sind andere, die Möglichkeiten, dass man zum Beispiel ganz deutlich sagt, das sind Subjekte, das sind nicht Objekte, sie machen etwas mit uns. Wir brauchen sie, weil sie die Gesellschaft um sie herum konstituieren. All das ist eine extreme Bereicherung und man kann nicht so tun, als ob es nur unsere Kategorien gäbe, die zum Teil sehr erstickende Kategorien sind. Ihr Bericht heißt ja nicht, gebt es zurück, er heißt zurückgeben. Und das scheint mir auch wichtig in dieser relationalen Ethik, dass beide einander etwas zu geben haben. Dass es also auch so gedacht ist, dass die Afrikaner gerne zurückgeben von ihrem Erbe. Es muss eben nur in der richtigen Weise sein. Ich finde das eine sehr schöne Formulierung, weil es genau diese Ethik der Relationalität schon im Titel aufhebt. Ja, es geht auch um das Restituieren, also der Objekte, der geforderten, der gewünschten Objekte. Es geht aber auch um das Restituieren eines Wissens, also dass man dem Publikum hier und dort, den Leuten, den Gesellschaften sagt, was Sache ist. Und ich darf vielleicht noch eine Anekdote erzählen, die wir, es ist keine Anekdote, es ist wesentlich. Das war in Dakar, da hatten wir etwa 20 Experten aus verschiedenen afrikanischen Ländern, ehemalige französischen Kolonien in Dakar versammelt. Und die erste Frage war von einem der Kollegen, sagt mal, wenn ihr uns was zurückgebt, dann ist der Sockel doch leer bei euch da. Was können wir im Gegenzug zurückgeben? Das heißt, die Idee oder was interessiert, wollt ihr zeitgenössische afrikanische Kunst? Wäre das was? Etwas, was jetzt gerade produziert wurde. Und das heißt, wir gehen als Europäer mit Angst an das Thema. Wir werden Verlustängste, alles wird leer etc. Und wir sitzen dann an einem Tisch da im Musée Théodore Monod in Dakar und einer sagt, oh, es geht gar nicht, dass bei euch ein Sockel leer steht, wir geben was im Gegenzug. Und das ist relationale Ethik. Das heißt, eine intellektuelle Großzügigkeit, die dahinter steckt, offenbar. Absolut. Großzügigkeit und auch Lust am gemeinsamen Entwickeln. Es geht um gemeinsame Entwicklung, um in Beziehung setzen. Und es ist wahrscheinlich auch die einzige Möglichkeit, die wir haben, aus der sehr schwierigen Weltsituation, die wir haben, überhaupt unversehrt, wenn es geht, rauszukommen. Diese Gemeinsamkeit, dieser Dialog, dieses In-Beziehung-Setzen, das ist ja für Ihr gesamtes Forschen und Denken immer wichtig gewesen. Ich habe Sie gebeten, im Vorfeld ein Objekt mitzubringen, das Ihnen im Arbeiten wichtig ist. Die meisten Philosophierenden haben ein Bild von Spinoza, von Kant oder von Wittgenstein im Büro. Sie haben etwas ganz anderes gebracht, nämlich eine Statue, die auf Ihrem Schreibtisch oder bei Ihrem Schreibtisch immer ist. Wollen Sie uns erzählen, inwieweit dieses Beziehungssetzen und dieses Verstehen auch mit dieser Figur als eine Art Ideal zusammenhängt? Also, erstens steht sie nicht alleine auf dem Schreibtisch, sondern sie hat ganz viele andere Skulpturen um sich herum, mit denen sie im Gespräch ist. Also sie ist immer da und bewacht die Arbeit. Sie hat eine Geschichte, die in meinem Fall nur eine kurze Geschichte ist. Ich habe sie nicht lange. Ich habe sie in der Nähe meiner Universität in Berlin, in West-Berlin am Ernst-Reuter-Platz erworben, in einem Geschäft, ohne etwas zu erfahren über ihre Herkunft. Ist kein Original und jetzt kein besonders wichtiges Stück, ist eher eine Fälschung, kann man sagen. Fälschung, eine gutgemachte oder eine Replik. Wir dürfen sie nicht beleidigen. Ja. Also gut. Eine Fälschung ist sie nicht. Sie ist gemacht worden höchstwahrscheinlich als touristisches Produkt. Die Perlen, aus der sie sind, also von der sie bedeckt ist, sind aus Plastik und normalerweise bei historischen Stücken sind diese Perlen aus Glas. Die Beziehung ist, dass die Perlen aus Glas aus Venedig kamen, nach Afrika auch also in früheren Zeiten, und damit haben die Bildhauer und die Künstler in dieser Gegend von Kamerun, sie kommt aus Kamerun, damit gearbeitet. In Zürich, auch in Berlin, gibt es großartige Sammlungen von Objekten dieser Art, also historische,
im Museum in Berlin der berühmte Perlenthron des König Njoya, im Museum Riedberg in Zürich auch. Das Museum hat auch sehr enge Beziehungen zum Museum im Fumban, also im Herzen dieser Gegend, wo solche Objekte hergestellt werden. Ist eine schwangere Frau oder eine Frau zumindest, mit, die ein wenig schwanger wirkt, vielleicht interpretiere ich das auch falsch. Vielleicht ist sie heute eine schwangere Frau, vielleicht ist es morgen etwas anderes. Der Blick ändert sich auch und deshalb ist es auch sehr angenehm, sich vorzustellen, dass diese Gegenstände, die eben normalerweise unsterblich sind, wenn ihnen nicht was passiert, dass sie uns beobachtet. Wir sind die Gegenstände und sie, wenn ich Glück habe, wird sie mich überleben und dann beobachtet sie möglicherweise meine Kinder und die Enkelkinder und sie ist die Figur, die über die Geschichte wacht, nicht wir. Erinnere dich, ein mahnender Blick, den sie auch immer bei sich haben. Das Interessante ist ja, wenn man sich diesem Thema so widmet, wie sie es getan haben, dass selbst bei bestem vorausgesetzten Willen eine Unmenge an Problemen bleiben. Eine Problematik des Archivs, der Herkunft, eine pragmatische Problematik der Rückgabe, eine politische Problematik der Umsetzung und eine kulturelle Problematik der Kommunikation. Wie ist denn das konkret bei einem Objekt, nehmen wir an, das aus dem Benin oder aus einer Stadt namens Benin stammt, zum Beispiel diesen Bronzen. Das sind Bronzen, die aus einem gewissen kulturellen Kontext stammen. Wenn man jetzt wüsste, woher sie kommen, und das weiß man bei diesen Statuen, an wen gibt man die da zurück? An den Staat, an die Community, vielleicht an die Nachfolger der Familie, die noch bekannt sind? Allein da ist ja schon ein großer Problemkomplex. Das ist ein Problem, solange man es als Problem betrachten will. In vielen anderen Fällen der Restitution, zum Beispiel im Falle des NS-Kunstraubs, ist es recht schnell klar geworden, dass die Staaten, also zum Beispiel die Bundesrepublik Deutschland, nicht an den Staat zurückgibt. Ja. Oder am Anfang hat die Bundesrepublik Deutschland Nazi-Kunstraub an Frankreich zurückgegeben, an François Mitterrand in dem Fall, und der hat es nicht weitergereicht an die Familie. Ist jetzt alles im Louvre. Also in diesem Fall von Benin City ist es ganz klar ein dynastisches Gut, was da weggenommen worden ist. Das ist das, was im Palast des Ober, des Königs, aufbewahrt war. Und diese Könige haben eine lange Tradition, die gibt es heute noch. Das heißt, im Grunde ist es relativ eindeutig, aber oft wollen wir gar nicht hören, dass es Privatbesitz war. Wir tun so, als ob wir nicht genau wüssten und dass die Grenzen sich verändert haben, etc. Es stimmt, es ist viel passiert. Die Objekte haben auch einen Wert auf dem Markt, den sie früher nicht hatten. Es ist extrem viel passiert. Aber man kann darüber sprechen. Wir haben das Werkzeug, intellektuell, historisch, um das auf den Tisch zu legen und darüber zu sprechen. Und im Fall dieser Benin, sogenannten Benin-Bronzen, gibt es auch eine sogenannte Dialoggruppe, also eine Gruppe, die sich darüber unterhält und die anscheinend auch etwas Fortschritte macht gerade. Ein pragmatisches Argument, das man in diesem Zusammenhang immer hört, ist, viele afrikanische Ursprungsländer sind nicht darauf vorbereitet und teilweise ist das Argument auch nicht in der Lage, diese Objekte museal so zu verwalten, dass man ihnen gerecht wird. Oder ist das als Einwand schon selbst Teil dieses kolonialen Mindsets, dass das Problem ist und nicht die Lösung? Das hätte ich Ihnen fast gesagt. Ich glaube, wir haben jetzt schon drei dieser Scheinargumente, ja, wie ich gerne denke. Also das erste war, wenn wir ein Objekt zurückgeben, sind die Museen leer. Das waren nicht Sie, das war vorhin. Das andere ist, wir wissen nicht, an wen wir zurückgeben können sollen. Oder es könnte Zivilkriege auslösen, noch schlimmer. Drittens, die haben keine Museen oder die wissen nicht, wohin damit. Das stimmt auch nicht. Gerade in den letzten Monaten oder Jahren sind große Museen eröffnet worden. Das Musée des Civilisations Noires in Dakar ist ein großes, modernes Museum mit Klimaanlagen und alles, was Sie wollen. Würde man übersetzen als Museum der schwarzen Kulturen? Oder ja, Kultur? Es ist ein Projekt der 60er, das erst jetzt, also mit dieser schwarzen Kulturen, Sie wissen. Ja, Civilisation Noire, ich wüsste nicht, wie ich es anders übersetzen soll, ja, jetzt. Aber, das ist ein altes Konzept, ja, der Unabhängigkeiten, das ist eröffnet worden, ein großartiger Ort, mitten in Dakar. In Kinshasa ist ein neues Museum eröffnet worden. Und das sind nur die neuen, aber an anderen Orten gibt es ältere Museen, wie in Kamerun, oder private Museen, dynastische Museen, wie in Fumban in Kamerun, etc. Also es gibt nicht
500 Museen pro Stadt wie bei uns in unseren europäischen Städten, aber es gibt Museen erstens. Und zweitens ist es so, dass diese Objekte nicht zwangsläufig in Museen zurückgehen sollten. Manchmal sind sie aus ganz anderen Kontexten genommen worden als Museen. Es gab übrigens Museen in Afrika oder Formen von Museen, Schatzkammern, würde man sagen, auch schon früher. Aber man kann auch andere Ideen entwickeln für die Zukunft dieser Objekte, die möglicherweise entweder zurückgehen können in Ritualen, die es noch gibt, oder weil die Rituale und die Gesten, die damit zusammenhängen, nicht mehr existieren, kann man sich andere Formen ausdenken. Und diese Offenheit muss auch gegeben werden. Man hört oft, das ist fast ein bisschen ein Topos, aber diesen Vergleich, wenn mir jemand meinen Mercedes klaut und er will mir das zurückgeben, das sagen afrikanische Kollegen gerne, dann muss ich nicht erstmal die Garage dafür, also er kann nicht voraussetzen, dass ich die Garage baue, das ist ja mein Mercedes. Ja, und ja. Genauso sollten wir auch umgehen. Ganz wichtig scheint ja in diesem Prozess nicht nur die Geste und nicht nur das Materielle zurückbringen, sondern auch die Frage, wie wichtig Kultur für eine Identitätsfindung im postkolonialen Kontext ist. Wie wichtig sind Kunstwerke für das Entwickeln einer Identität, die mehr wäre als eine reine Opferidentität und eine Identität der Beraubten? Würden Sie sagen, dass Kunst für Sie da den entscheidenden Raum einnimmt? Man sagt ja oft, ökonomisch ist wichtig, vielleicht national ist wichtig, aber die Kunst als Identität oder Sport ganz wichtig, aber die Kunst als eigentliche Identitätsquelle in diesem sehr schwierigen Prozess postkolonialer Nation. Die Kunst oder die Kultur allgemein ist zu wenig beachtet worden in den letzten Jahrzehnten und man hat zu wenig daran erinnert, dass sie ein großer Teil der überhaupt des Funktionieren einer Gesellschaft, das merken wir bei uns. Und warum soll das, das merken wir gerade in Corona-Zeiten übrigens, wo die Kultur eingeschränkt ist. Was uns da fehlt. Was da fehlt, wird sichtbarer. Und das gilt bei uns wie bei anderen auch. Die anderen oder in Afrika sind die jungen Generationen, die Kolleginnen und Kollegen an den Universitäten, in Geschäften etc. nicht wesentlich anders als wir. Und auch dort ist dieses Bedürfnis, die Kultur oder solche Kunstgegenstände sind Spuren der Schöpferkraft mehrerer Generationen. Und diese Schöpferkraft hat natürlich mit dem eigenen sich entwickeln zu tun. Und wenn Sie gar keinen Kontakt dazu haben, wenn Sie keine Möglichkeit haben zu wissen, wie Ihr Großvater, denn manche Objekte sind in den 30ern und 40ern noch weggegangen, also nicht einmal wissen, wie die Großeltern oder Urgroßelterngeneration gearbeitet hat, dann sind sie ganz abgeschnitten von sich selbst. Und das ist etwas, was Intellektuelle und Künstler in den Unabhängigkeiten in Afrika, also in den 60er Jahren, in diesen großen Bewegungen, auch sehr eloquent klar gemacht haben. Dichter, der große Nobelpreis, der große Schriftsteller und Nobelpreisträger für Literatur, Wole Soyinka, beschreibt, was das bedeutet, wenn Nigeria, aus Nigeria. Er beschreibt sogar in seinen Memoiren, erzählt er, es muss nicht stimmen, aber dass er schon in den 70ern seiner Regierung gesagt hat, hört auf mit Großbritannien zu verhandeln, wir holen das selber, mit Gewalt. Ja. Und das sehen wir in einem Film, wenn wir diese Kontinuität haben, wie zum Beispiel Black Panther, der Film, der vor einem Jahr. Blockbuster-Movie aus Hollywood, in dem es auch darum ging, dass ein Fantasiereich ein Kultobjekt aus dem British Museum, glaube ich, stiehlt, gar nicht fragt, das einfach tut und da ein Zeichen und damit setzt. Die Welt rettet. Ja. Das heißt, der Afrofuturismus, die Vorstellung, dass aus Afrika die Rettung der Welt kommen könnte, das ist hier im Film, aber der ganze Film speist sich von Formen, von Textilien, von Sprachen aus Afrika. Und wenn Sie fragen, wie wichtig ist die Kultur für die Identität, der Film hat es gezeigt zum Beispiel, dass da so viele, das ist sehr bunt gemischt, aber aus so vielen unterschiedlichen afrikanischen Kulturen so ein super Film gemacht wird, der so viel Erfolg hat, spricht dafür, dass das auch eine Sprache ist. Wir haben doch auch gerade jetzt den Fall eines Künstlers mit afrikanischen Wurzeln, der in das Museum gegangen ist und sich das einfach genommen hat, es gestohlen hat, wohl als Kunstaktion. Können Sie die Energie, vielleicht auch die Wut dahinter verstehen, wenn man sagt, wir haben jetzt 40 Jahre gewartet, jetzt reicht's? Ja, es war vor einigen Monaten, im Juni, hat ein Aktivist namens Moazulu Diabanza
aus Kongo, der aber seit langer Zeit in Paris lebt, eine Performance gemacht, ist durch das Musée du Quai Branly gegangen, hat sich dabei filmen lassen und hat einen Gegenstand abgenommen von seinem, mit etwas Brutalität von seinem Sockel und das dann wie ein Kind durch das Museum rumgetragen hat und sich dabei hat filmen lassen und immer erklärt, ich hol's zurück nach Hause. Als Performance. Als Performance, bis er festgenommen wurde und dann hat er ganz brav natürlich alles zurückgegeben. Er wollte das nicht wirklich stehen. Und am 14. Oktober wird er auch vor Gericht stehen, aber der, die Gerichtsverhandlung hat schon stattgefunden und da war ganz klar, es hat ewig gedauert, mehrere Stunden und was gegen ihn hätte, wie sagt vorgebracht man, werden können. Wäre, also er hätte für 10 Jahre ins Gefängnis und 100.000, glaube ich, Euro Strafe bezahlen müssen. Und die Staatsanwaltschaft hat aber eine Strafe von 1.000 Euro verlangt. Das heißt extrem wenig. Und das bedeutet, dass da auch ein Verständnis ist für diese Ungeduld, sagen wir mal. Wut ist vielleicht zu stark, aber eine sehr massive Ungeduld, weil es schon seit den 60er Jahren nicht vorankommt. Das ist ja vielleicht auch Teil dieser relationalen Ethik, dass man da ein gewisses wohlwollendes Verstehen gegenüber dieser Ungeduld aufbringt. Was ja nun zu beobachten ist, und das geht weit über die Kunstgeschichte und diese Frage hinaus, dass derzeit in unserer Kultur der Westlichen etwas ins Rutschen kommt, in Bewegung kommt. Auch in der Philosophie, man fragt nach den kolonialen Denkfiguren bei Immanuel Kant, bei Hegel, bei Hume. Woher würden Sie denn sagen, als jemand, der sich schon länger damit beschäftigt, kommt auf einmal dieser neue Druck, dieser erneuerte Druck im Erinnern und im Bewusstwerden? Das ist eine wirklich sehr wichtige, zentrale Frage, die Frage der Konjunkturen. Es ist ja nicht so, dass wir es erfunden haben. Den Postkolonialismus, der beginnt 1960. Dort hat es schon sehr viele Bewegungen, auch sehr viel Nachdenken gegeben. Ich darf daran erinnern, dass in der DDR die Aufarbeitung des deutschen Kolonialismus sehr stark war, weil man sich damit als marxistischer Staat auch positionieren konnte zwischen der ersten, zweiten und dritten Welt als System. Aber es war eine starke, interessante Historiografie. In der Bundesrepublik war es etwas anders. In der Schweiz weiß ich das nicht so genau, aber klar ist, dass wir so Wellen haben. Und in den 1980ern, 100 Jahre nach der sogenannten Kongo-Konferenz, der Berlin-Konferenz, als die Bedingungen für die Teilung Afrikas beschlossen wurden. Das ist ein koloniales Schlüsselereignis, kann man sagen, damals. Genau. Und 100 Jahre später, das war 1884, 100 Jahre später, 1984, hat es sehr, sehr viele Ereignisse gegeben, die daran erinnert haben. Und das Publikum, also in der Zeitung, im Fernsehen etc., das Publikum wusste darum und wir waren Kinder, 10 Jahre alt, 12, und wir haben es vergessen und haben den Eindruck, dass wir jetzt alles noch einmal erfinden. Bei der Klimakrise ist das ähnlich. Wir wissen mittlerweile, dass in den 70ern fast die richtigen Entscheidungen getroffen worden wären. Dann ist es verschwunden und musste durch die jüngere Generation jetzt wieder hervorgebracht werden. Aber jetzt ist doch, Frau Savoy, ein besonderer Druck dahinter. Natürlich hat das mit der Black Lives Matter Bewegung zu tun, mit den jüngsten Ereignissen der Morde und der Tode von Menschen in den USA. Aber kommt der Druck vielleicht auch bei Ihnen von den Studenten, die das einfordern, die ganz neue Fragen stellen? Der Druck kam am Anfang immer aus Afrika. Darf man nicht vergessen, das ist nicht unsere Erfindung jetzt. Es gibt Partner und Partnerinnen dort, die endlich Veränderungen haben wollen. Und das ist wichtig. Sie haben vollkommen recht, die jüngere Generation, die Studierenden von heute, die 20-Jährigen von heute, kommen mit einem sehr starken Gefühl für Fairness, für Ethik. Sie interessieren sich für die Ethik der Beziehung. Sie interessieren sich, wir haben das schon erwähnt, für die Provenienz ihres Konsums. Und sie haben ein starkes Bewusstsein für das, was fair oder unfair ist. So meine Beobachtung. Man wird ja selber immer älter, aber die Studierenden bleiben immer 20 Jahre alt vor einem. Also kann man die 20-Jährigen von heute vergleichen mit den 20-Jährigen von vor 10 Jahren. Und da ist ganz klar etwas anderes. Es kann daran liegen, dass sie merken, dass sie anpacken müssen. Dass die anderen, die Älteren, das nicht mehr machen oder nicht richtig machen oder nicht in ihrem Sinne und dass sie die Verantwortung übernehmen, das ist eine stark politische Generation.
Man kann ja sagen, dass dieses Bedürfnis, das Heft des Handelns selbst in die Hand zu nehmen, das hat auch immer gerade bei jüngeren Bewegungen etwas Überschüssiges. Wir haben jetzt oft gesehen, in einigen, in England, in anderen Teilen, dass zum Beispiel Denkmäler abgerissen wurden, dass es eine gewisse Überschüssigkeit des Handelns gab. Ich nenne es Überschüssigkeit, das ist fraglich, wo öffentliche Ordnung außer Kraft gesetzt wird und Dinge getan werden, die man nicht nur mit größter Sympathie betrachten muss, weil man das Gefühl hat, da wird ja auch Vergangenheit zerstört, da wird Erinnern zerstört. Wie sehen Sie dieses Feld von einerseits Aktivismus, der sagt, wir haben lange genug gewartet, und andererseits dem Bewusstsein, dass vieles davon in eine Richtung geht, die tatsächlich von dem kulturellen Erbe, das wir hier haben und auch von unserer Vergangenheit, einen Schlussstrich ziehen will, der so gar nicht zu ziehen wäre? Also die Brutalisierung unserer Dialogkultur ist evident, und die Brutalisierung diesen Denkmälern gegenüber ist auch, das kann man nicht gutheißen, natürlich nicht. Es ist auch nicht das erste Mal in der Französischen Revolution. Wie wir wissen, sind alle Denkmäler, Königsdenkmäler, zerstört worden. Das war damals ist der Begriff des Vandalismus. Das tun Kulturen, um sich zu reinigen in gewisser Weise. Zu reinigen. Nach der Vereinigung Deutschlands gab es dasselbe mit den Denkmälern, mit den Marx und Lenin und etc. In den Städten Ostdeutschlands, das gibt es immer. Das ist nicht wirklich neu. Und das schockiert uns jedes Mal. Ich würde sagen, dass wenn eine Gesellschaft so weit geht, dass es die letzte Möglichkeit ist, diese Art zu handeln, dann sollte man das als Signal sehr, sehr stark und ernst nehmen. Also nicht einfach verurteilen und sagen, das macht man nicht, das ist Kultur, das ist Kunst. Kann man sagen, kann man machen. Aber andererseits muss man sehr genau zuhören. Gibt es denn andere Wege? Haben diese Personen, die so etwas machen, es anders versucht? Ja, natürlich versuchen sie das anders. Ich meine, die Bewegung für Restitution, die werden von NGOs betrieben seit langer Zeit, seit 2014 etc. Es bewegt sich nicht, sie werden auch ein bisschen als Spontis verurteilt. Und da sammelt sich Frust auf. Und ich bin davon überzeugt, dass wir im Falle der Restitution, wo ich mich auskenne, es ist noch Zeit, die Sachen freiwillig zu machen. Aber irgendwann wird die Konfrontation so groß sein, dass es nur noch eine Verletzung auf beiden Seiten ist. In dem Rahmen dessen, was man sinnvoll oder nicht die westliche oder europäische Kultur nennt, gibt es das Problem, dass es in den Museen gibt, ja in gleicher Weise, so wie diese Museen überquellen von geraubten Kunstwerken, kann man sagen, dass das europäische Denken überquellt von impliziten oder expliziten Rassismus. Das heißt, wenn man einmal anfängt, diese Bewusstwerdung konsequent durchzuführen, hat man sie fast überall. Und man hat dann Fragen wie zum Beispiel, können wir Kant noch unterrichten? Können wir Hume noch unterrichten? Und das würde wahrscheinlich und Künstlerbiografien in gleicher Weise betreffen. Wie manövrieren Sie in diesem sehr schwierigen Feld, in der Lehre oder vielleicht auch als Person? Ganz pragmatisch beginnt, glaube ich, vieles mit der Sprache. Und indem wir aufpassen, mit welchen Begriffen wir operieren oder welche Begriffe wir benutzen, oder wenn wir merken, dass wir einen Satz formuliert haben und im Nachhinein, hoppla, was habe ich gerade gesagt, dass man sich traut, zurückzukommen und sagen, wie hast du das gerade formuliert? Vielleicht ging mir das über die Lippen. Ja, vielleicht. Und einfach über die Sprache zu sprechen, ist schon sehr wichtig. Das heißt, bedeutet nicht, dass man bestimmte Wörter tilgen muss. Aber es ist, wenn man darüber spricht, das Wort oder das tilgen wir, ist das eine Möglichkeit, über die Sprache zu sprechen. Und Sprache ist Macht, Sprache ist auch Ohnmacht, wenn man eben für seine Stimme kein Plenum hat, keine Möglichkeit. Und ich glaube sehr an Arbeit über die Sprache, sehr. Aber sind es denn wirklich nur Worte oder sind es nicht auch Theorien? Es gibt ja eine ganze Theoriekonstellation ab den 60er Jahren aus Frankreich kommt, von der man sagen kann, erst jetzt entwickelt sie ihr großes politisches Potenzial. Erst jetzt wird das ins Handeln gebracht. Ja, Sprache ist Handeln. Sprache ist Tat. In einem Wort, wenn wir beim Thema bleiben, warum ist das Wort Restitution? Warum war es ein Tabubruch, dass Emmanuel Macron Restitution gesagt hat? Weil das Wort Restitution, restituieren, eine Geschichte in sich hat. Es gibt ein Vorher, ein Etwas und ein Nachher. Man gibt zurück. Bis jetzt haben die Leute, die darüber sprachen, immer viel lieber von Zirkulation gesprochen. Zirkulation ist unhistorisch. Zirkulation ist flach. Es wird blind für die Tat der Aneignung. Ja. Es
ist nicht historisch. Und genau die Wahl der Wörter, also was ich damit sagen will, ist, dass die Wörter nicht neutral sind. Es ist nicht nur die Sprache. Die Sprache ist die Politik, ist die Gewalt und ist die Theorie. Und das hängt extrem damit zusammen. Die Sprache ist nur handhabbar für jeden. Deshalb dachte, war das meine Antwort auf Ihre Frage. Natürlich kann man in bestimmten Berufen dann mit Theorie arbeiten und in anderen aufpassen, dass wenn man eine Fernsehsendung macht, nicht alle immer weiß sind vor der Kamera. Das, jeder, aber die Sprache ist uns allen gemeinsam und daran kann man sehr viel erreichen schon. Was ja auch interessant ist, dass sich in dieser Museumskultur in anderer Weise viel ändert. Sie denken über Museen und die Erfahrung des Museums nach. Ich würde sagen, man kann beobachten, dass es einerseits eine Banalisierung im Sinne von Blockbuster-Ausstellungen gibt, dass Museen zu größten Namen mit den berühmtesten Werten wie Kinofilme sich präsentieren müssen. Und zum anderen gibt es eine starke Moralisierung der Museumskultur. Hängen diese beiden Dinge eigentlich miteinander zusammen? Weil man kann ja sagen, sie sind in einem eigentümlichen Verhältnis. Einerseits die Bewegung zum Markt, zur Masse hin und andererseits diese ganz starke moralische Aufladung des eigenen Tuns. Das ist eine interessante Bemerkung. Ich hätte das jetzt nicht in Verbindung gebracht, aber Massen und Moral, Massenmacht und Moral, das ist natürlich, hängt zusammen. Es könnte auch mit dieser Brutalisierung zusammenhängen. Also möglichst viel, möglichst schwarz-weiß, also Moral, ja, nein. Und das sind wahrscheinlich keine sehr guten Zeichen für unsere Entwicklung. Wenn wir zurückschauen, wenn wir alte Debatten durchlesen, und wir müssen nicht ins 19. oder 18. Jahrhundert gehen, auch vor 20 Jahren, merken wir, wie ziemlich oft die Argumentationen subtiler waren als das, was wir heute haben. So, andererseits, dass es gar keinen Fortschritt gab, sondern eher einen Verfall des Differenzierungsniveaus. Wahrscheinlich, aber das bedeutet auch, dass wir es nötig haben, dass wir mit viel klareren Argumenten, Worten, Sätzen sprechen müssen, um gehört zu werden. Und das heißt, die Taubheit, die allgemeine Taubheit, die sorgt dafür, dass man irgendwann nur noch schreit. Und deshalb sollten wir die Ohren öffnen, nicht nur die Augen. Dieses Ohrenöffnen ist ja auch für Sie in der Erfahrung des Museums in der Weise wichtig, dass Sie sagen, wir müssen die Geschichten der Objekte, die wir sehen, selbst im Museum miterzählen. Das ist eine ganz wichtige Aufgabe eines Museums. Da gibt es natürlich auch eine Spannung. Ich will sie mal so beschreiben. Es kann ja sein, dass wenn man die Geschichte einer Statue oder eines Bildes kennt, und die ist sehr grausam und sehr verwerfungsreich, man das ästhetische Objekt gar nicht mehr genießen kann, weil gleichsam Blut an ihm klebt. Ist das nicht auch eine Spannung für die ästhetische Erfahrung? Ich will gar nicht genau wissen, woher das kommt. Ich will es als Objekt in seiner Schönheit nur genießen. Das dürfen Sie. Das Museen sind dazu da, dass man verschiedene Register ziehen kann. Und das ist extrem wichtig. Sie gehen ins Museum, ich manchmal auch, möglicherweise um ein ästhetisches Erlebnis zu haben, um in die, wie sagt man, innerlich in die Knie zu gehen. So. Das passiert, manchmal kann man das auch nicht erzeugen, es passiert im Museum. Aber andere Menschen, und ich gehöre dazu, gehen auch in Museen, um historische Erlebnisse zu haben, historische Emotionen, die gibt es auch. Für mich zum Beispiel hier in Berlin ist eine Erkenntnis und eine Museumserkenntnis die Tatsache, als ich verstanden habe, dass die Büste der Nofretete, die berühmte Büste der Nofretete in Berlin auf der Museumsinsel, genau im selben Jahr nach Berlin gekommen ist, wie der große Dinosaurier im Naturkundemuseum in Berlin, der größte Dinosaurier der Welt sein soll, der Brachiosaurus branchi. Warum sind die beide 1912, kurz vor dem Ersten Weltkrieg, nach Berlin gekommen? Wie? Kein Zufall, vermutlich. Natürlich kein Zufall. Der Dinosaurier kommt aus dem aktuellen Tansania, damals eine deutsche Kolonie, und die Nofretete kommt aus Ägypten. Ägypten ist damals von Frankreich und England besetzt. England hat das, was über der Erde ist, und Frankreich hat das, was unter der Erde ist. Und Frankreich findet das ganz okay, dass Berlin die Büste bekommt. Das wäre nach dem Ersten Weltkrieg nicht mehr passiert, weil Frankreich den Deutschen niemals die Büste der Nofretete gegeben hätte. War es mit der Kooperation am Ende. War es wirklich am Ende. Und diese Art von historischen Erkenntnissen, es geht nicht um historische Erkenntnisse, weil Geschichte interessant ist. Es geht darum, dass es unser Sockel ist. Wir sind die Europäer, die diese Museen in unseren Städten, mitten in unseren Städten haben. Und das arbeitet in uns, ob wir es wollen oder nicht. Und für mich
persönlich ist es besser zu wissen, was in mir arbeitet, als diesen Nebel von unklaren Verhältnissen zu haben. Also Museen können so großartig helfen. Uns helfen. Das ist ja dann auch eine Form von Aufklärung, nämlich Aufklärung über die Bedingungen der eigentlichen Möglichkeit dieses Museums, dass es es überhaupt so gibt mit diesen Gegenständen. Was sind denn, wenn Sie jetzt eine Perspektive für die nächsten 30 Jahre entwickeln wollten, die großen wichtigen Dinge einer musealen Erfahrung, von der Sie sagen, das ist mir wichtig, da müssen wir hinkommen und da sind wir noch nicht? Wir sind möglicherweise jetzt nicht mehr so weit entfernt davon als vor 3-4 Jahren etwa. Aber für mich war es immer wichtig, das haben Sie selber gesagt, diese Geschichte der Objekte und ihres Kommens zu uns, durch welche Hände, unter welchen Bedingungen sind sie gekommen. Oft hört man oder man hat eine Zeit lang oft gehört, das geht gar nicht, wir können doch nicht riesige Tafeln daneben stellen, wo alles steht, das würde die ganze Museografie verunstalten. Aber mittlerweile gibt es die QR-Codes oder irgendwelche Möglichkeiten, mit dem Handy das Wissen abzurufen. Es muss abrufbar sein, es muss da sein. Also nicht nur in Computern, in Datenbanken etc., sondern vor Ort in den Museen. Und Museen sind so, wenn man sie, und manche machen das auch ganz wunderbar, sind Orte der sozialen Kohäsion, sind Orte des Zusammentreffens und Zusammenhalts. Des Zusammenhalts von Gesellschaften. Und zwar die Gesellschaften mit allen ihren Spannungen, mit allen ihren Widersprüchen und die Fähigkeit, diese Widersprüche auszuhalten, können wir üben in solchen Orten, weil das geschützte Orte gleichzeitig sind. Insulare Erfahrungen, ja, vom Alltag entgrenzt, können wir uns selbst betrachten in neuer Form. Verstehe ich Sie da? Uns andere, die Geschichte, auch das Blut auf den Händen oder auf den Objekten und das alles überhaupt mal sichtbar machen und das das kommt. Ich bin sehr zuversichtlich. Die Museen, für Sie ist das, Sie werden noch beliebter, wenn Sie das machen. Manchmal ist gesagt worden, gerade nach diesem Bericht, Felouin Sarr und ich wären Leute, die Museen hassen. Das ist überhaupt ganz falsch. Wir lieben Museen, oder ich jedenfalls bei Felouin, weiß ich das nicht so genau, aber wir lieben Museen und weil wir sie lieben, möchten wir, dass sie diese zusätzlichen Möglichkeiten auch entfalten, um noch liebenswürdiger zu werden. Und ich bin sehr sicher, dass es klappen wird. Haben Sie denn jetzt in jüngerer Zeit ein Museum oder eine Ausstellung besucht, wo Sie sagen, das war für mich eines dieser Erfahrungen, wo ich sage, ich liebe Museen und ich weiß, weshalb ich sie liebe? Ja, ich habe 2 solche Erfahrungen. Ich hatte das riesige Glück, nach vielen Monaten des Nichtbewegens nach Zürich zu kommen und habe im Kunsthaus Zürich die Ausstellung von Kader Atia gesehen. Kader Atia ist ein französischer, algerischer Künstler, der in Berlin lebt, aber in Zürich gerade eine sehr große, großartige Ausstellung hat. Sein Thema ist die Reparation, das Reparieren. Und er hat eine sehr intellektuelle Art, seine Gedanken in Objekten zu übersetzen. Er ist eigentlich ein Übersetzer. Objektübersetzer, wenn ich das richtig sehe. Ja, oder Theorien in Objekten. Es geht um Reparaturen. Wie reparieren wir diese koloniale Zeit? Was kann man machen? Und er zeigt Reparaturen an Objekten zum Beispiel. Es ist nicht gut, wie ich das beschreibe, aber es lohnt sich wirklich, diese Ausstellung zu sehen, weil sie mit einfachen Mitteln Evidenzen schafft. Und man geht raus und hat, glaube ich, also bei mir funktioniert das jedenfalls einiges verstanden. Die andere große Ausstellung ist Hannah Arendt in Berlin. Hier in Berlin. Das ist auch eine Frau, die unsere Kultur reparieren will, nicht wahr? Und die sich mit dem Kolonialismus sehr intensiv befasst hat. Ja, das ist doch ein sehr schöner Schlussgedanke, dass es bei Museen darum geht, dass sie die Objekte zeigen, mit denen wir uns selbst und sie sich selbst reparieren können. Sie haben dazu ganz, ganz wesentliche Anstöße gegeben, auch mit diesem Bericht, mit dieser Sternstunde. Ich danke Ihnen sehr herzlich, Benedikt Savoir. Ich danke. Und nächste Woche widmen wir uns ganz den anstehenden Präsidentschaftswahlen in den USA. Yves Bossart spricht mit der Kulturwissenschaftlerin Elisabeth Bronfen und dem Politologen Jan-Werner Müller über dieses Schlüsselereignis und fragt, was dabei für uns, für die ganze Welt auf dem Spiel steht. Übrigens gibt's unsere Sendung jetzt auch als Podcast für unterwegs, beim Kochen oder in der Badewanne zu finden, auf den gängigen Portalen wie Spotify oder iTunes. Hören Sie doch mal rein. Und auch jetzt gleich gibt's etwas für die Ohren. Da nämlich zeigt die Sternstunde Musik einen berührenden Film über Steve Lee, den legendären Sänger der Schweizer Rockband Gotthard,
der vor 10 Jahren bei einem Verkehrsunfall tragisch ums Leben kam. Bleiben Sie also dran und denken Sie weiter.